Hey Leute, ich bin's euer MC Muffix und ich wollte euch hier mal die neue Battlefield Startseite zeigen. Gestern war ja die E3-Konferenz von EA und da haben sie ja unter anderem die neuen Battlefield DLCs vorgestellt, zu denen ich später auch noch was sagen werde. Die neue Battlefield-Seite unterscheidet sich meiner Meinung nach nur darin, dass sie jetzt sehr ähnlich, zumindest für mich so ist, wie die Facebook-Seite. Hier rechts kann man immer die Freunde sehen. Und die Party hier unten, was man also mittelprächtig ansehen kann. Und gute neue Erneuerung an dem neuen Update sind meiner Meinung nach hier, dass man sofort hier auf sein Profil zugreifen kann, indem man einfach hier drauf geht und so schneller zu seinen Statistiken kommt. Unpraktisch finde ich jedoch, dass man einfach hier das mit dem Battle Report und mit den Updates von hier unten links auf hier oben rechts getan hat. Was meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn eigentlich macht. Weil es ist wirklich kein richtiger Vorteil. Die Quick Match Play, Coop und Campaign Button sind auch ein bisschen runtergegangen. Vorher waren das ja hier große Bildflächen, wo man gut draufklicken könnte. Jetzt hat man hier gleich mal immer die Top-Neuheiten von Battlefield, den Coop, Leadboard, Assignments und Upcoming Unlocks. Das ist meiner Meinung nach was sehr Gutes mit den Assignments und Upcoming Unlocks. Jedoch fände ich es jedoch besser, wenn der Play, wenn der Koop und die Kampagnen-Button irgendwie mehr in der Mitte wäre. Beim Multiplayer und beim Koop und bei den anderen Sachen hat sich so gut wie gar nichts geändert. Sieht immer noch genauso aus wie vorher. Man kann sich darüber streiten, ob das gute neue Design wirklich so gut ist. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen unübersichtlicher geworden und hat eigentlich nur den Zweck, dass Battlefield Premium in den Vordergrund gemacht wird. Beispielsweise hier hat man gleich den Battlefield Premium. Wenn man hier draufklickt, hat man dann auch gleich Zugang zu dem neuen Battlefield Premium. Man hat hier sofort den Knopf, wenn man es kaufen will. Werde ich auch nochmal machen. Und nun sprechen wir mal über das neue Battlefield Premium. Ja, Battlefield Premium kostet in der normalen Version 50 Euro. Dabei bekommt man die DLCs Back to Karkand, Close Quarters, die beide... Back to Karkand ist schon erschienen und Close Quarters hält man für den PC nächste Woche. Armor Kill, was im September rauskommt. Aftermath, was im Dezember rauskommt. Und Endgame, was irgendwann im März rauskommt. Diese beinhalten insgesamt 16 neue Karten, viele neue Waffen und auch noch viele neue Dogtags. Allein gerechnet kostet wahrscheinlich jedes DLC mindestens 15 Euro. Wenn man das so rechnet, kommt man, wenn man die 5 hier kauft, auf 60 Euro. Oder? Warte, 30, ja, was habe ich da? 60 Euro, pff, kann mir hier nicht Kopf legen, 75 Euro. Natürlich wird man sich dann Battlefield Premium kaufen, denn wenn man sich Battlefield Premium kauft, bekommt man einmal die ganzen DLCs für 50 Euro. Das Schlechte natürlich ist, dass ein Großteil von allen, die es auf dem PC gekauft haben, und ich schätze auch für die PS3 und Xbox, dass die Deluxe Edition gekauft hat. Also, als Battlefield neu rauskam, hat die ja genauso viel gekostet wie die normale Edition. Und da war Back to Karkand ja schon mal drin. Das heißt, ein DLC fällt schon mal weg. Battlefield Premium hat eigentlich, glaube ich, nur den Sinn, eine Konkurrenz zur Elite zu bieten. Man will einfach noch ein bisschen mehr Geld daraus schlagen aus Battlefield. Kann man jetzt sich drüber streiten? Natürlich ist es eigentlich eine Frechheit, weil EA hat ja gesagt, also DICE besonders, wir machen nicht sowas wie Call of Duty. Wir sind nicht so. Unser Dienst wird kostenlos sein. Und ja, wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir machen das genauso wie Call of Duty, dann ist das schon ein bisschen schwach. Also, man kann sich echt drüber streiten. Natürlich, es war klar, dass irgendwann mal so ein Bundle für die ganzen DLCs kommt. Aber, dass das einfach, man jetzt sagt, oh, nee, das ist jetzt so, ihr müsst es kaufen, sonst habt ihr zu manchen Servern keinen Zulass mehr. Denn das ist eine auch sehr, sehr lustige Sache, meiner Meinung nach. Wenn wir hier auf Server Browser gehen, das ist die einzige Neuheit beim Server Browser. Warum kann ich hier nicht drauf gehen? Da, Server Browser. Also hier hat man natürlich die Wahl zwischen dem Expansion Pack, Close Quarters, das kommt ja erst nächste Woche für den PC raus. Und das Lustige ist, man hat jetzt hier den Button Premium. Das heißt, wenn ich jetzt drauf gehe, kann ich zu Servern zugreifen, die nur Premium sind. Das Blöde ist, Leute können jetzt sagen, ich will das nur auf meinem Server Premium gehen. Das heißt, man kann auf manche Server nicht raufgehen, weil die Admins sagen, wir wollen nur Premium-User haben. Das ist natürlich wieder etwas sehr unschön. Weil, das heißt, man hat einfach nicht Zugang zu vielleicht ganz normalen Karten, einfach nur, weil die sagen, dass Premium ist. Und, ja, das ist schon bisher sehr, sehr ungerecht, muss man eigentlich schon sagen. Und ja, hier hat man schon auch die neuen Karten von Close Quarters, Scrap Metal, Operation 925, Donya Fortress und Cyber Tower.
Natürlich, finde ich nur lustig, beim Trailer haben wir immer Donja Fortis und Siebertau, nicht Scrap Metal, was einfach Altmetall heißt, als Karte vorgestellt. Man kann sich darüber streiten, also ob das jetzt wirklich fair ist, was Battlefield, also was DICE da gemacht hat, dass man jetzt hier Premium setzen kann. Und eine Sache, die habe ich glaube ich auch noch nicht gemacht, der sinnlose Button. Also, zu den Eigenschaften von Battlefield Premium gehören die DLCs, aber es können auch andere Sachen. Einmal, so wie ich das verstanden habe, kann man jetzt hier Videos aufnehmen oder man bekommt Videos von DICE. Unten sieht man ja einen Plan auch, wann was kommen wird. Dazu bekommt man auch immer Ingame-Content, wie dieses Buttermesser. Also dieses Art Assassin's Creed Brotherhood. Ich nenne es aber Assassin's Creed Brotherhood, weil ACB. Nee, aber dieses Messer halt. Das ist dann wahrscheinlich das sofortige One-Kill ist. Was natürlich auch schon wieder mies ist, weil man kann ja mit dem Messer, wenn man auf, also bei mir ist es F drückt, kann man ja so schnell messern. Das Blöde ist einfach, wenn man so ein Messer hat, dann braucht man diese Messeranimation nicht mehr, wenn das One-Hit-Kill wäre. Also wenn man einmal so einen Schlag macht und dann so einen tötet, das wäre echt mies, weil dann hätten die, die das Messer nicht hätten, echt einen gewaltigen Nachteil. Und das ist eigentlich schon eine Frechheit. Dann, und das ist meiner Meinung nach echt das Sinnlose. Also, Battlefield Premium kostet 50 Euro. Dann hab, und das Tolle, was man freischaltet, kann man Reset Stats. Man kann hier seine Statistiken dann wegmachen. Was hat das für einen Sinn? Ganz ehrlich, werde ich niemals verstehen. Aber naja, dazu hat man dann auch noch zu Events wie Double XP-Wochenende oder sowas Zugang, die auch schon eingeplant sind. Im Juni findet schon das erste Double XP-Wochenende statt. Und es gibt auch jeden Monat hier Premium-Videos. Dann hat man natürlich noch zu offiziellen Dogtags, Strategie-Guides, die wahrscheinlich so ähnlich wie dann in Call of Duty Modern Warfare, also in dem Elite sein werden. Und natürlich neue Errungenschaften und ja. Wie gesagt, der Plan ist hier schon und Battlefield hat es natürlich sehr schlau gemacht. Alle 3 Monate kommt ein neues DLC raus. Wir haben jetzt erstmal Close Quarters. Close Quarters hat sehr enge Karten und neue Waffen, wie zum anderen die Spaß, eine Shotgun. Und es wird ja immer als der Call of Duty Klon angesehen, also das DLC. Aber ganz ehrlich, ich freue mich schon darauf, irgendwie so ein 1000-Ticket-Server irgendwie bei Siebertower oder so zu machen, wo am Ende dann dieses ganze Hotel dann so zerstört wird. Das wird schon geil werden. Und ich sehe das auch nicht so hart wie andere, die sagen, oh, nee, 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 die machen nur Call of Duty nach. Das nächste DLC, was im September rauskommen wird, ist dann Armor Kill. Armor Kill wird das DLC sein mit den größten Karten oder zumindest einigen der größten Karten, die Battlefield jemals gesehen hat. Und wenn man sich allein schon mal Operation Firestorm anschaut und wenn die sagen, dass das noch eine größere Karte wird, dann ist es schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Die Frage ist, ob das wirklich auch dann eine gut designte Map ist, weil meiner Meinung nach ist Firestorm eine der schwächsten Battlefield-Maps, weil die einfach zu groß ist und man als Infanterie einfach da so wenig machen kann. Natürlich ist Armor Kill besonders auf Fahrzeuge gesetzt, aber dafür spawnen meiner Meinung nach zu wenig Fahrzeuge. Das ist ein bisschen Designfehler, meiner Meinung nach. Kann man sich drüber streiten, aber ja. Aber es ist eine geile Karte und ich freue mich, man hat schon ein bisschen bei dem Trailer gesehen über das Battlefield Premium. Wenig Gameplay, da hat man schon eine Monsterwüste gesehen, viele Jets und ja, das sieht schon mal ganz nett aus. Dann im Dezember kommt Aftermath raus. Aftermath war ja das DLC, was noch nicht bekannt war. Und Aftermath spielt nach den Ereignissen, die im Story-Modus waren, nach diesem schlimmen Erdbeben in Theravan. Man kennt ja schon die Karte Theravan Highway. Und in der Gegend spielt es auch, und zwar nach diesem Erdbeben. Ich frage mich, wie viele Karten man da wirklich rausholen kann. Weil ich glaube, hier steht noch keine Anzahl. Oder doch 4 neue Maps. Die müssen sich ja alle sehr ähnlich anschauen, wenn die alle in der gleichen Gegend spielen. Da muss ich mich noch ein bisschen überzeugen lassen, ob das wirklich so gut wird. Und dann kommt Endgame. Ich weiß nicht, allein schon der Name Endgame klingt schon so geil. Und wenn wir hier uns das Foto mal ein bisschen genauer anschauen, seht ihr es, man hat Bikes. Dann kann man mit Bikes zu zweit rumfahren. Das wird ja, also ganz ehrlich, das finde ich jetzt wiederum richtig geil. Ich weiß nicht, wie euch geht, aber allein schon dieser Back to Car hat mir so gut gefallen. Und der erinnert mich so ein bisschen so, Bikes zu fahren, ach, macht noch ein bisschen Schanz rein. Ja. Und dann gibt es hier halt diese tollen Ingame-Sachen, wie hier. Man kann im Juni, wenn man Battlefield Premium hat, schon das erste Messer und die ersten Dogtags freischalten. Hier gibt es dann noch andere Upgrades, die aber noch nicht alle bekannt sind. Dann die Strategie-Guides.
die, zu denen weiß ich auch noch nicht genau, was da drin sein wird. Ich schätze mal einfach Tipps und Tricks und sowas. Und dann hier halt die Events. Jeden Monat wird ein Double-XP-Wochenende sein, mindestens. Wahrscheinlich könnten sogar manchen Monaten sogar zwei sein. Das ist noch nicht bekannt. Und dann halt diese Videos, von denen auch jeden Monat sein. Und dann der Bonus-Content, der mich auch interessiert, weil das weiß ich auch noch nicht, was das sein wird. Hier steht Enhance your Battlefield Experience with this Bonus Content Drop. Das heißt, es gibt ja irgendeinen Bonus. Heißt das, dass es dir einfach Punkte gibt oder dass es dir eine neue Waffe gibt? Das ist auch noch nicht so bekannt. Und ja, dann noch zu einer Sache, die auch interessant ist. Hier steht es ja schon, dass man neue Assignments, das heißt neue Herausforderungen bei Battlefield bekommt. Bei Back to Karkand gibt es ja schon Herausforderungen, von denen ich noch nicht alle freigeschalten habe. Wenn man hier zum Beispiel die Farmers freischalten will, muss man 10 Wiederbelebungen machen und 10 mal heilen. Und die Sachen, die bei Close Quarters und bei Premium sind, kann man sich sogar schon anschauen. Hier zum Beispiel, wenn man das Dogtag hier Lifesaver haben will, muss man 50 Kills mit der F2000, 25 Headshots mit der F2000 und 50 mal einen vom Squad teilen. Und von Close Quarters sind auch schon die bekannt. Hier zum Beispiel, wie man die AUG, A3, SCAR, interessiert mich ehrlich gesagt, die will ich haben, die Spaß. Und das ist halt schon bekannt, was da zu bekommen ist. Also, mein Fazit, Battlefield Premium ist eigentlich nur eine Konkurrenz zu Call of Duty Elite. Besser ist es an sich wirklich nicht. Und es ist echt ein kleiner Rückschritt, weil Battlefield, also das Battlelog, war echt eine tolle Idee, dass man einfach gesagt hat, ja, unser ist kostenlos, unser hat echt viel, wo man nachschauen konnte, tolle Statistiken und sowas. Und dass man jetzt einfach sagt, ja, wir machen das einfach so nochmal neu. Da kann man sich echt drüber streiten. Und dazu sind die DLCs, natürlich werden alle Hammer. Ich sag, jedes von denen wird sich mindestens alleine mindestens so 5, 6 Millionen Mal verkaufen. Das ist leicht. Ohne natürlich Premium wahrscheinlich sogar. Die Frage ist einfach nur, ob das wirklich gerechtfertigt ist, dass man einfach sagt, wir bringen jetzt einfach nochmal DLCs raus. Tun die nochmal im Bundle rein, was man sich eigentlich kaufen muss, damit man zu manchen Servern allein schon Zutritt hat. Das ist echt eine fragwürdige Entscheidung, weil DICE war meiner Meinung nach echt so der fairste Publisher, den es gab. Die haben echt immer darauf geachtet, dass man nicht so viel Geld ausgeben muss für extra Content. Allein so bei Battlefield Bad Company, wo die manche Maps einfach wirklich kostenlos dazugetan hat. Sowas gibt es ja auch selten. Fazit ist aber wirklich, das neue Battlelog kann man sich drüber streiten, aber ich finde, es sieht nicht so viel schlimmer aus. Also es sieht immer noch ganz nett aus. Es sieht es meiner Meinung nach sogar ein bisschen schöner aus. Es ist nur ein bisschen unübersichtlicher geworden. Aber Fakt ist einfach, dass es wirklich nur daran liegt, dass man hier Battlefield Premium im Vordergrund hat. Es ist wirklich so hier richtig wichtig. Ich frage mich, was passiert eigentlich, wenn man Battlefield Premium hat, ob dann die Werbung weggeklickt wird. Ich hoffe, das ist so. Und ja, hier, what the fuck, neues Design. Das war meine erste Reaktion, weil gestern waren ja die Server für eine Stunde down. Also beim Battlelog und Battlefield. Um das neue Design freizuschalten. Das war auch während der Konferenz und da habe ich habe mir die Konferenz mit ein paar Freunden angeschaut und dann so geschaut, wie das neue Design aussieht. Und ja, ich kann nur sagen, es sieht passabel aus, aber es hat halt echt nur den Sinn, Battlefield Premium in den Vordergrund zu tun. Und Battlefield Premium, ich werde es mir kaufen, wie wahrscheinlich der Großteil von allen Battlefield-Fans, weil Battlefield ist einfach, mir ist jetzt egal, ob ihr Call of Duty-Fans seid, ist einfach der beste Multiplayer-Shooter, den es gibt. Zumindest der beste Team-Tutor. Und da kann wirklich keiner was dagegen sagen. Ja, ich würde sagen, dann beinahe. Und übrigens, was auch toll ist, was mir erst gestern aufgefallen ist, man kann es per PaySafeCard bei Battlelog einkaufen. Das finde ich auch echt praktisch. Und ja, ich würde sagen, das war meine kurze Analyse zu Battlefield Premium und dem neuen Battlelog. Ich bin's, euer MC Muffix. Wir sehen uns vielleicht irgendwo bei anderen Videos. Bis dann, ciao.